Was für eine wunderbare Landschaft für den Motorsport. Wir befinden uns in den steirischen Bergen, die in der Geschichte des Rennsports schon einige interessante Rennen gesehen haben. Mitunter auch Kontroversen, wie zum Beispiel im Jahr 2002, Sie erinnern sich sicher, aber auch große Freude bei Niki Laudas historischem Sieg 1984. Es ist eine der kürzesten Runden des Kalenders mit 7 Rechts- und nur 3 Linkskurven, aus denen die 10 Kurven dieser schnellen Strecke bestehen. Kurve 2 ist dabei kaum Kurve zu nennen. Hier wird Vollgas gefahren, es ist mehr ein Knick nach links in die Bergaufbremszone für Kurve 3. Die Kurven 1, 3 und 4 bieten ausreichend Möglichkeiten zum Überholen. Stefan Römer sitzt heute neben mir, um Ihnen die Action näher zu bringen. Das hier ist eine ziemlich ungewöhnliche Strecke. Meinst du nicht auch? Ja, die Streckenführung ist ziemlich ungewöhnlich. Die Sache ist die, Strecke von Österreich ist wesentlich schwieriger, als es den Anschein hat. Dazu kommt noch eine Oberfläche mit geringem Grip und das bedeutet, dass die kleinsten Fehler bestraft werden und du aufpassen musst, dass du keine Ausritte machst und dabei viel Zeit verlierst. Zum Glück ist die Strecke relativ kurz und das gibt dir genügend Gelegenheiten, um perfekte Runden zu fahren. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Richter startet aus der Pole Position und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Hamilton, Gasly, Max Verstappen und Leclerc, Magnussen, Hülkenberg, Perez und Lukas Weber, Norris, Raikkonen, Sebastian Vettel und Grosjean. Ricardo, Sainz Jr., Devin Butler und Lance Stroll. Russell und Alexander Albon steht auf dem letzten Platz der Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Okay, the run into turn one isn't too long, so the pack will be bunched up. Take care. Das müssen wir erstmal schaffen. If you can, we need to make sure the engagement is okay before the start. We're going to want to put some temperature into the tires and brakes. We need to keep the engine cool though, so don't go too high with the revs. So. Speichere ich mir das mal ein bisschen auf hier für den Start. Ja, gucken. Sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with the clutch. So. Ach, voll verpennt, scheiße. Bisschen spät los. Der Drecksack. So, aber vorbei. Achtzehn Runden.
Vettel keiner gesehen. Erste Runde schon durch. Ist ja eine relativ kurze Strecke. Gut, jetzt kannst du dann schon mal ein bisschen absetzen. Brauch schon mal gute 1,6 Sekunden. Sowieso nicht gerade. Jetzt werden sich da hinten schön bekämpfen, können wir vorne weg.
So, damit haben wir jetzt das dritte Drittel. Vorsprung 4,5 Sekunden. Passiert nicht viel bei mir. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Ach, ich kann auch kein Benzin verbrennen. Ja. Sonst alles kaputt gehen könnte. So. Jetzt mal in die Box. Ich habe dann doch das ein oder andere Wohnmanöver noch. Release. Auf. Pit strategy complete. See these tires. Oh, bitte, die Viehgruppe noch dahinter. Ja, okay. Keiner an die Box, oder?
22.3 seconds. Da schon mal vorbei. Das hat übel Zeit gekostet auf jeden Fall. So, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, in dem Fall ich. Simon noch. Our gap to the car in front is 8.3 seconds. Has boxed for the mediums. Car behind on the medium tire. Gut zur Info. Gut zu wissen.
Ja, drei Runden noch. Dann habe ich die 9 Siege, genau wie letzte Saison. Da soll ich aufpassen. Da hat es mich fast gedreht. So, vorletzte Runde. Und dann müsste es ein sehr ereignisarmes Rennen auf jeden Fall gewesen. Und der erste Ausfall. So, letzte Runde. Gut. Dann bin ich jetzt hier auch durch. Rennen, aber McLaren hat durchgehalten und sich heute einen tollen Sieg gesichert. Stefan Römer, was denkst du, was hat heute den Unterschied gemacht? Da
Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung mit McLaren an der Spitze. Gratulation an das gesamte Team für diese fantastische Leistung. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Für mich ist das Lukas Weber. Cool, gelassen, gefasst. Eine sehr beständige Leistung, auf die er heute stolz sein kann. Kommen wir zu den Konstrukteuren. McLaren baut den Abstand an der Spitze aus. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Gut, dann haben wir das auch. Und dann ist das, wie gesagt, nächstes Rennen Österreich. Quatsch, Russland sein. Ich weiß aber gar nicht auswendig. Obwohl, nee, Großbritannien, glaube ich. Wie denken Sie darüber? Es steht wohl außer Frage, dass Sie hier alle Erwartungen übertreffen, nicht wahr? Das war ein gutes Rennen für Lukas. Sind Sie erfreut, dass er so gut ist? Sie haben sich viel mit der Entwicklung neuer Komponenten beschäftigt, nicht wahr? Danke für den Kommentar. Brauche ich nicht. Nächste Rennwochenende. Und es ist Großbritannien. Okay. Bis dann.